So, jetzt sehen wir hier so eine Dankes-E-Mail, die wir noch bekommen. Oh man, your food is so, so good. Okay. I have recommended it to all my friends and they will come to your great place and chow down with me soon. Okay, also der hat jetzt gesagt, ich habe das allen meinen Freunden erzählt. Das heißt, wir bekommen vielleicht auch ein bisschen extra Buzz. Weather Alert, at 6 a.m. the National Weather Brigade has issued a rain warning in effect. Also es wird Regen geben. Was natürlich, ja genau, more about weather alerts. Rainy weather can actually benefit your business, as it means more people will stay indoors and eat in the tower. You can take advantage of this benefit by making sure your active menu has foods with a rainy munchies booster. Das habe ich vorhin schon mal erklärt. Das ist wichtig. Dann ist ein weiteres Item verfügbar, nämlich the tip jar. Das heißt, unser Kleingeld, Trinkgeld, Glas können wir jetzt aufstellen. Und es gibt natürlich jetzt auch Upgrades, die freigeschaltet wurden. Wir können zum Beispiel das Bier-Upgrade durchführen für 600. Das bewirkt, dass wir statt 5, 8 für jedes gezapfte Bier bekommen. Aber natürlich. Okay, das wird mit besserem Bier ersetzt. Ich glaube, das machen wir direkt mal. Upgrade. Klack. Dann gucken wir mal ins Active Menu nach den Positive Buzz. Und sehen, wir haben bisher nur den Fisch drin, der für Regenwetter gut ist. Deswegen nehme ich jetzt mal das Brezel raus. Halt, ich habe mich wieder verklickt. Das Brezel kommt raus und wir nehmen jetzt mal die Kirschen, die nämlich für Regen gut sind, nehmen wir rein, sodass wir dann noch ein bisschen mehr mit dem Bass anstellen können hier. Alles andere lassen wir so, weil wir haben ja bisher auch noch nicht so viel. Man könnte jetzt noch neues Food kaufen. Ist mir aber ehrlich gesagt auch ein bisschen zu teuer alles hier. So Sapias könnte man noch nehmen, okay. Ja, oh, das wäre für Regenwetter gar nicht mal schlecht. Frage ist nur, ob wir uns damit nicht ein bisschen überfordern hier oder ich mich selbst. Ach komm, was soll der Geiz? Wir können es auch erstmal ausprobieren, wie das überhaupt gemacht wird. Moment, mit X. Da kann man das sozusagen in sicherer Umgebung mal testen, wie das funktioniert. So Sapir sind sehr einfach zu machen. Und zwar müssen wir hier den Korb immer reinhalten, bis Rauch erscheint, rausholen und dann in der Bowl placen. Und dann noch ein bisschen Zucker hinzufügen. Gibt auch Leute, die wollen das dann ohne Zucker. Dann müssen wir das weglassen und dann können wir es ausgeben. Also relativ einfach. Und das kann man jetzt ein bisschen üben hier. Zack. Einmal machen wir es noch. Und das muss natürlich irgendwann richtig schnell gehen. So zum Beispiel. Damit wir dann auch gerade in der No Sugar on Top. Da muss man natürlich drauf achten, wollen die Zucker haben oder nicht. Das ist das einzig Schwierige an dem Menü. Soll aber erstmal reichen hier. Back to Foods. Genau, jetzt habe ich das erstmal gekauft. Active Menü. Und jetzt könnten wir zum Beispiel den Fisch, glaube ich, rausnehmen. Denn der, ja, der kostet 6. Aber der ist halt für Regenwetter nicht so gut. Deswegen nehmen wir hier die Susapias statt den Fisch. Und haben ein ganz neues Menü. Und können damit, ah ne, halt, den Tip Jar müssen wir erstmal noch kaufen hier für 50, das ist relativ günstig. Machen wir auch nochmal. Next Page, ach, das geht noch weiter hier, aber da ist noch nichts von verfügbar. Ihr seht schon hier, man kann Daily Special Upgrade. Dann bekommt man Daily Special Slot, also ne, tägliches Spezialmenü. Und das wird dann 5% Bass bekommen, wenn man das immer wieder neu erstellt. To Go Carry Out Service, blablabla. Ach so, so ein Auslieferungsfood bekommt dann nochmal was, wenn man das hier macht. So ein Auslieferungsservice. Commercial Toilet brächte zum Beispiel, dass wir weniger Chores machen müssen mit der Toilette. Dishwasher, dann müssen wir nicht mehr ganz so viele Teller spülen und so weiter. Genau, Garbage Service, so geht das dann immer weiter. Genau wie Red Pesticide. Air Conditioning, was war das nochmal? Ah, okay, dann werden die geduldiger, weil es Klimaanlage gibt. Da fühlen die sich wohler bei uns. Okay. Fun-Menüs. Und dadurch, wir Fun-Menüs, werden die auch ein bisschen geduldiger. Also das kann man natürlich machen. Mail-Filter für Spam-Mails. Weiß ich, ob man das unbedingt braucht, ob das so schlimm wird. So, dann starten wir erstmal den neuen Tag, Tag 2. Und schauen mal, wie wir uns heute schlagen können. Beginnen. Ranch, Cheese, Onions und Peppers. Bitteschön, das kriegst du hier. Ah, die Musik ist auch recht cool eigentlich. Finde ich zumindest.
Und drei Vanilledinger, bitteschön. Dann, dann. Bacon Croutons, Onions and Peppers. Okay, bitte sehr. Und es fängt an zu donnern und zu regnen. With no sugar on top, okay. Klack, hast du hier. Mal gespannt, wie ich mit den neuen Sachen klarkomme. Ja, die Steuerung habe ich noch nicht ganz perfekt. Ich möchte manchmal noch mit LS hier irgendwie runterscrollen. Das geht aber nicht. Cherry und Sprinkles, also alles im Prinzip. So, schnell. Orange, Cheese, Bacon und Croutons. Okay. Und ein Bierchen für dich. Sehr schön. Aber man sieht schon, wir haben einen hohen Bass mit 49%. Deswegen kommen viele Kunden. Das wird natürlich dann schwieriger. Vanilla und Chocolate, bitteschön. Und jetzt ist die Rush Hour, jetzt wird es richtig krass. With Sugar, okay. No Sugar, okay. No Sugar ist auch okay. With Sugar, mhm. With Sugar. Oh, das wird aber knapp. With Sugar, please, okay. No Sugar, ja, Moment, schnell. Ja. With Sugar, oh, das geht mir alles zu schnell hier gerade. So, Bier, bitteschön. Und With Sugar, okay. Ranch, Cheese, Mushroom, Bier. Oh, jetzt kriege ich aber gerade echt einen zittrigen. Und da ist die Rush Hour complete. Bacon, Croutons, Onions and Peppers. Schnell. Ranch and Cheese. Okay. Boah, nicht schlecht. Jetzt haben wir schon eine 26er-Kombo hier. Dreimal Vanille haben wir auch noch. Boah, nicht schlecht. Läuft bei uns. Klack. Und damit haben wir ordentlich Geld gemacht. Vielleicht haben wir schon die ersten Tipps bekommen. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Alles auf einmal geht auch nicht. Es ist schon schwierig genug, das noch nebenbei zu kommentieren. With Sugar. Meine Sousapias sind eigentlich recht gut für einen Anfang. Die gehen relativ einfach. Und da muss man nicht viel bei beachten. Genau wie hier. Wobei es hier manchmal auch echt komplexe Orders gibt, wenn die hier alles haben wollen oder so. Muss man echt gucken. Greens and Carrots, okay. Also Gurken und Karotten oder sowas ähnliches. No Sugar, beziehungsweise nicht Gurken, sondern wahrscheinlich Salatblätter und Karotten. So, das Bier ist jetzt teurer, das ist schön, dann kriegen wir nämlich mehr Geld. Und das brauchen wir natürlich, um unsere Investitionen rauszuholen und langfristig wieder mehr zu investieren. So, Cherry Sprinkles. Boah, dauert das immer lange hier, das Abwaschen. Da muss ich am ehesten, glaube ich, Upgrades für kaufen, weil das ist gerade in der Rush Hour so tödlich. Und nebenher LS und den Stick hier kontrollieren. Das finde ich auch ultra schwer. Cheese, Onions and Peppers. Diesmal mache ich es mal richtig. Seltene Bestellung, sowas. So, und schnell weg damit. With Sugar. Mhm, machen wir. Bitteschön. So, no sugar on top, okay. Oh, Rush Hour. Cheese, Greens and Carrots, bitteschön. Ranch, Greens and Carrots. Oh, das ist jetzt echt kompliziert. Ein Order with Sugar. Machen wir natürlich auch. No Sugar on top. Mushroom, Tomatoes, Greens and Carrots. Greens and Carrots. Ranch, Cheese, Onions and Peppers. Ranch, Cheese. Und alles drauf, das ist immer einfach. Tomatoes, Greens and Carrots. Bier, ja, machen wir auch. Halt, das gibt uns Spaß hier unten. Machen wir auch. No Sugar on top, ja, bitte. Oh, das wird jetzt schwer. Das meine ich jetzt, hier zwischendrin sowas noch zu machen. Okay, No Sugar on top, jetzt schaffe ich das nicht mehr alles.
Doch, schaffen wir doch noch. Oh, krass. No Sugar on top. Das. Und Ranch. Greens and Carrots. Puh. Und wir haben einen Tipp bekommen, habe ich gerade oben gesehen. Sehr schön. Und das Bier auch gut. Oh, 56er Kombo. Das geht ja richtig ab hier. So langsam komme ich rein. Ranch, Greens and Carrots. Okay. Also manchmal muss man wirklich ein Stück weit Geduld haben bei den Orders, dass man nicht zu schnell vorgeht und einen Fehler macht. Aber man darf auch nicht zu langsam sein, sonst bekommt man herbe Probleme hier. Boah, krass. So, und nochmal ein Bierchen. Bierzapfen habe ich jetzt auch inzwischen wieder gelernt. Ist auch nicht so sonderlich schwer. Apple on it, bitteschön. Also 60er Kombo für den Anfang ist richtig fett. Da kriegen wir ordentlich Bass beim nächsten Mal. Kein Zucker, haben wir auch richtig gemacht. Sehr gut. So, bitteschön. Und er freut sich. Sehr gut. So soll das sein. Zufriedene Kunden hier. Na, noch einen Shore. Und dann haben wir es geschafft. Der Tag ist vorbei. Wir haben Perfect Day achieved. Wir haben keinen einzigen normalen, also durchschnittlichen oder schlechten Order Bestellung gemacht. Das ist richtig gut. Haben nur einen Tipp von 8 bekommen oder wenige Tipps, die 8 ausgemacht haben. Das ist natürlich wenig. Haben 71 Crumbs gemacht. Heißt, Combo war 63. Mehr konnte man auch gar nicht machen, denn wir haben nur 63 Orders gehabt. Und jetzt bekommen wir natürlich einen Buzz von 31,5% für den nächsten Tag. Das ist richtig, richtig gut. Mussten noch nicht mal Ratten irgendwie jagen. Dafür 9-mal die Toilette wieder bedienen. Naja, das geht ja noch. Das geht ja relativ schnell. So, jetzt haben wir 6 Standard Foods auch gekauft. Das heißt, da haben wir wieder einen Haken. Wir haben erst 8 von 100 Dollar Tipps, aber wir haben ja auch noch 17 Tage übrig, das wird wohl klappen. Und so können wir jetzt hier weitermachen. Erstmal unsere E-Mails lesen. Stars in the Sky, have you noticed? Ja, Figures in the Sky. Ja gut, das sind so Spam-Mails manchmal hier natürlich auch. A perfect day. Wow, you received a 250 Bonus. Geil. Chef Risotto ist begeistert. Ich kann nicht glauben, dass du es geschafft hast, jede einzelne Bestellung perfekt abzuliefern am gestrigen Tag. Und hast noch nicht mal deine Nebenaufgaben irgendwie vernachlässigt. Du hast wirklich das Zeug, ein Iron Cook zu werden, also ein eiserner Koch. Nimm dieses Geschenk bitte an und mache weiter mit deiner tollen Kocharbeit. Ja, super, geil. E-Mail Attachments have attached. Achso, es gibt E-Mail-Anhänger manchmal, okay. Ja, okay. Und ein Anonymer hat uns auch nochmal 250 geschenkt. Ich habe letztens in der Lotterie gewonnen und ich dachte, ich mache meinem Lieblingsrestaurant mal ein bisschen, gebe ein bisschen von meinem Kuchen ab und deswegen, bitteschön, für das leckere Essen kriegst du was. Sehr geil. So, Fried Chicken Upgrade now available. So, sehr gut. So, Active Menu. Jetzt können wir natürlich mal gucken, dass wir die Regensachen nicht unbedingt drin behalten müssen. Da können wir jetzt mal den Fisch wieder reinnehmen. Es ist aber, glaube ich, auch nicht so, dass das jetzt schlimm ist, wenn ich so Regensachen drin behalte bei mir in dem Active-Menü. Die werden jetzt nicht irgendwie schlecht oder so. Ich gucke mal gerade, kann ich hier bei Equipment noch irgendwas? Ist ja noch alles not available. Das kommt halt alles noch im Laufe der Zeit. Vielleicht ein anderes Food noch kaufen? Was hätten wir denn da? Vielleicht nochmal sowas hier. Ist natürlich sehr teuer. Ja, dafür braucht man einen Grill. Dafür braucht man diesen Stove. Was ist das? Steak. Ach, das ist das richtige Steak. Okay, das kostet natürlich unglaublich viel. Da sind wir fast pleite, wenn wir das holen. Gibt aber auch viel Geld raus, allerdings ist das natürlich auch schwer in der richtigen Herstellung. Was ist das noch? Aha. Na gut. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Lasagne könnten wir uns noch holen, die ist teuer, aber auch sehr kompliziert in der Produktion. Also das ist gar nicht einfach, das zu lernen, genau wie die Nachos hier.
weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt haben will oder ob ich nicht einfach mal. Ja, aber das Chicken Breast ist mir noch zu teuer für das bisschen Geld, was ich habe. Upgraden kann ich eh erst das hier. Das machen wir auch noch nicht. Ja gut, dann lassen wir alles so, wie es ist. Active Menü haben wir auch gehabt. Alles drin. Ja, unseren Bass haben wir natürlich gesehen. Der ist riesig hoch. 67% wird von 5% verringert. Wir haben Staple Food. Ah, okay, die bleiben immer frisch. Das heißt, die werden nie in der Beliebtheit absinken. Sowas wie der Fisch zum Beispiel. Da sagen die Leute immer, oh, schon wieder Fisch. Will ich nicht. Und ein Staple Food, das sind andere Foods, die bleiben immer frisch. Sowas wie Salat, den kannst du immer anbieten und immer in deinem Menü drin behalten. Late Night Show ist auch klar. 10% flexibler Bass für die späteren Stunden. Health Nuts. Aha. Ah, die sich sehr gut ergänzen und gesund sind und deswegen 5% insgesamt an Bass nochmal geben. Also gesundes Essen sollte man auch immer wieder drin haben. Afternoon Delight, Perfect Orders gibt 32% von gestern. New Restaurant hält immer noch an. Und Work Liquor, achso, Wein oder Bier, ist nicht so gern gesehen, weil es natürlich Alkohol ist tagsüber und so, ne? Deswegen kriegt man da 5% abgezogen, kann ich aber mit leben. Morning Aroma, das kommt wahrscheinlich vom Fisch, das ist natürlich nicht so schön am Morgen Fisch zu riechen. Deswegen gibt es da 5% Abzug. Na gut, können wir mit leben. So. Ja, und die werden halt hier niemals schlecht, sodass wir die beiden immer replacen können mit den anderen beiden Sachen, die wir schon drin haben. Das ist echt ganz gut. So, ich würde sagen, wir beenden dann auch mal hier die Aufnahme und sehen uns dann in der nächsten Aufnahme, also unserem dritten Tag in Cook Surf Delicious wieder. Ich hoffe, euch gefällt das Let's Play. Ist mal so was ganz anderes wie das, was ich bisher gemacht habe, aber ich denke mal so für zwischendurch kann man das durchaus mal machen. Und ist vielleicht auch ganz interessant zum Zugucken, wie ich hier fehle oder...